freuen uns riesig auch auf den Tag. Also wir haben schon länger darüber geredet auch. Wir wissen, wie wichtig die Wiesn hier in München ist. Ja gut, es ist natürlich ein sehr traditionelles Fest. Da kommen alle Menschen aus allen Richtungen zusammen. Ganz München ist ja voll mit Touristen auch und viele ziehen sich eine Tracht an. Das ist Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist einfach großartig. Ein Freund hatte mir mal gesagt, dass sein Vater dann auch aus dem Ausland extra hergekommen ist nach München, um die Wiesn dann auch mit hautnah zu erleben. Das kennt man definitiv. Man sieht, glaube ich, auch, dass die Sachen gut sitzen, super Qualität haben und freuen uns, dass wir da auch so einen Sponsor wie Angermeyer haben. Es ist jetzt die 11. Saison, wo wir das schon zusammen machen und das ist halt eine unheimliche Verbundenheit von Anfang an. Man steht hinter dem Verein und der Verein ist sehr traditionell. Wir sind es ja genauso. Ja, Wiesn hat mega Relevanz für uns. Man merkt es jetzt schon, es fängt an zu kribbeln in der Stadt, sieht überall die Ersten in den Dirndl rumlaufen. Ist auch ein bisschen ungewohnt jetzt für mich so, weil ich das noch nie so gesehen habe. Es ist auch für den einen oder anderen Spieler, glaube ich, was Neues, der noch nie hier war. Deswegen, man sieht es in den Gesichtern von den Spielern, ist eine große Freude. Und da freuen wir uns natürlich mega, dass wir jetzt heute hier auch bei Drachen Angermeyer sein dürfen und uns in so Fashion Dirndl mit den Jungs präsentieren. Die Leute freuen sich mit uns und dass sie dabei sein dürfen. Es ist einfach eine schöne Sache. Fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Einfach sehr geil. Man amüsiert sich ja auch, gell? Und auch so ein Termin hier ist schön, ja. Wir würden gut dran tun, wenn wir da auch sportlich irgendwo unseren Teil dazu beitragen. Deswegen blicken wir allgemein mit einer riesen Vorfreude auf die Zeit. Hoffen, dass wir es auf dem Platz auch irgendwie ummünzen können. Momentan hat es halt ein bisschen langsam angefangen, aber das wird schon, gell? Also ich bin überzeugt, dass wir in eine gute Saison reingehen.